Der Täter und der aus dem Jahre 2019. Es gibt hin und wieder so Filme, wo man sich denkt, leck mich doch am Arsch. Was ist das für ein Cast und das in so einem Film? Und genauso dachte ich mir das auch bei dem Trailer zu The Dead Don't Die. Deshalb habe ich ihn mir angesehen. Es ist eine Horrorkomödie, aber vom Regisseur Jim Jarmusch und der macht ja sehr eigene Filme. Kurzum, dieser Mann zählt als eine Indie-Film-Ikone. Und ja, The Dead Don't Die ist nichts anderes wie ein Zombie-Film, aber halt wie kein gewöhnlicher. Kommen wir kurz zum Cast. Bill Murray und Adam Driver spielen hier ein Vater-Sohn-Polizisten-Gespann. Tilda Swinton, eine schottisch stammende Leichenpräparateurin, die einen ganz komischen Akzent in der deutschen Synchro hat. Tom Waits spielt hier einen Einsiedler namens Einsiedler Bob. Und im restlichen Cast haben wir dann auch unter anderem Selena Gomez und Danny Glover. Und das ist wirklich schon meiner Meinung nach ein Hammer-Cast. In den kleinen Städtchen Centerfield kommt es eines Tages zu merkwürdigen Ereignissen. Es wird nicht mehr dunkel, Uhren und Handys funktionieren plötzlich gar nicht mehr und es liegen angeknapperte Leichen herum. Einige sprechen von Zombies, andere von einer Art Untergang der Welt. Doch dieses Rätsel muss aufgelöst werden. Zugegeben, das klingt etwas skurril, aber das ist der Film von Anfang bis Ende. Sei es das Lied The Dead Don't Die, was einem im Verlaufe des Films immer wieder unterkommt, die Dialoge, der Witz, dass die Zombies sprechen können und vor allem die Erzählart. Der Film setzt nicht auf massenhaft Blut, sondern erzählt das Ganze eher ruhiger als so manch anderer Zombie-Film. Und ich würde dies absolut verstehen, wenn es Leute gibt, die den Film gar nicht gut finden. Mir persönlich hat er gefallen, vor allem, weil er genau durch diese Art heraussticht. Und die Zombies sehen ja auch ein bisschen anders aus, aber es ist ja nicht negativ gemeint, sondern positiv. Sie sehen einfach toll aus. Mit dem FSK 16 passt sich der Film gut an und die Lauflänge von 105 Minuten, ja, die ist halt eben ein bisschen zu lang. Warum? Vielleicht ist in den ersten 40 Minuten deshalb so lang, weil er nie aus seinem Versteck rauskommt. Das kommt eigentlich im ganzen Film nicht vor, dass er irgendwann mal plötzlich explodiert oder ausbricht. Wie gesagt, es ist eher ein ruhigerer Film und wem das nicht stört, der kann sich den Film beruhigt ansehen. Er hat sehr witzige Dialoge und deshalb stufe ich ihn auch als Horrorkomödie ein, was er eigentlich auch sein soll. Aber eben auf seine Art und Weise, wie gesagt. Kommen wir jetzt mal in den zwei berühmt-berüchtigten Fragen. Würde ich mir diesen Film nochmal ansehen? Ich würde sagen, ja, vielleicht, kann durchaus möglich sein. Und würde ich diesen Film weiterempfehlen? Wie schon gesagt, ich habe einige Argumente schon euch erzählt, wie der Film denn so ist. Und wer etwas anderes Kino mag und es ruhiger bevorzugt, der kann sich den Film dann getrost ansehen. Kommen wir zu meiner Punktebewertung. Im Genre bekommt als Horrorkomödie The Dead Don't Die sehenswerte 7,5 von 10 möglichen Punkten. Doch insgesamt finde ich ihn wirklich sehenswert, nämlich 7 von 10 möglichen Punkten. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal bei einer Horrorkomödie so oft gelacht habe. Mir hat der Humor einfach gefallen. So, habt ihr diesen Film schon gesehen, dann schreibt es mir in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Da bin ich sehr gespannt, weil selbst auf IMDb hat er nur eine Wertung von 5,6 von 10 möglichen Punkten. Das ist nicht gerade großartig. Schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. So, links seht ihr wieder den Abonnier-Button, da klickt ihr drauf, dann seid ihr automatisch abonniert. Dann klickt ihr zusätzlich auf die Glocke, dann werdet ihr immer um 18 Uhr benachrichtigt, wenn ich täglich ein Video raushaue. Dann braucht ihr nicht mehr extra dran denken. Und rechts seht ihr von mir meine letzte Review bzw. mein letztes Video. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, das vergesse ich ja nicht zu sagen, dann klickt doch auf den Daumen nach oben, das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Baba.